Lena! Anna! Hm? Ja? Das müsst ihr sehen! Kommt rein! Was ist? Wir müssen reden. Eine Suchanzeige? Frisbee ist ein gestohlenes Pferd. Das heißt nicht, dass Jim es gestohlen hat. Lena, ein Typ taucht mit einem Pferd auf der Ranch auf, das er kaum kennt. Er versteckt sich, wenn dein Vater kommt. Mach die Augen auf. Brauchst du noch mehr Hinweise? Stimmt, ich habe mich auch schon etwas gewundert. Aber Jim wird Gründe für alles haben. Er ist jedenfalls mit einem gestohlenen Pferd unterwegs. Was machen wir? Ich rede mit ihm. Auf keinen Fall. Lena, der Typ ist ein Pferdedieb. Wer weiß, wie er reagiert. Wir müssen deinen Vater holen. Jim! Er hat uns gehört. Jim, warte! Er hatte nicht mal die Chance, es uns zu erklären. Lena, was hast du vor? Sie will mit ihm reden. Das solltest du besser vergessen. Hör zu, Angelo. Jim hat Frisbee vielleicht gestohlen, aber wenn, dann sicherlich aus gutem Grund. Das ist doch Quatsch. Das weißt du doch überhaupt nicht. Weißt du noch, als ich Mistral gefunden habe? Ich habe ihn auch einfach mitgenommen und versteckt, obwohl er mir nicht gehört hat. Ich hab's getan, um ihn zu retten. Alles, was Jim möchte, ist, dass Frisbee behandelt wird. Ich lasse sie nicht im Stich. Lauf, Mistral, höher! Warte, ich komm mit! Sei vorsichtig! Jim, warte! Jim! Höher, Frisbee! Schneller! Vergiss es, Lena. Ich will dich da nicht mit reinziehen. Wenn du das Pferd gestohlen hast, hattest du sicher gute Gründe. Ich vertraue dir. Jim, wir können dir helfen. Du vielleicht, aber er sicher nicht. Hör! Jim, hör zu. Lena vertraut dir. Darum bin ich bereit, dir auch zu vertrauen. Wollen wir nicht lieber anhalten, um das in Ruhe zu besprechen? Angelo, alles okay? Ina trabt und galoppiert, redet mit den stolzen Tieren.